Swipe. Swipe. Ja. Ja, hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neues Reaction-Video von Shoki Banoki. Der Marc ist da und ich bin der Sashi. Und wir haben uns wieder ein Video von Katja Krasavice vorgenommen, weil sie ja gesagt hat, sie hatten einen neuen Kanal. Genau. Und da hat sie jetzt ein neues Video und das haben wir gesagt, das müssen wir direkt machen. Und wir haben natürlich auch wieder unsere Buzzer dabei. Ja, wir spielen wieder. Jedes Mal, wenn sie irgendwas Sexistisches sagt oder sagt, dann hauen wir auf unsere Buzzer. Und derjenige, der als erstes auf den Buzzer gehauen hat, an den geht der. Ja. An den geht der Punkt. Ja. Da, wir spielen nämlich Katja Krasavice Bullshit Bingo. Ja. Ja, genau. Und jetzt gehen wir erstmal ins Intro, weil wir brauchen ja auch ein Intro, ne? Ja. Ja, ist klar. So, ja, das ist hier Shoki Banoki Reaction, bla bla bla. Ja. Schonungslos wird jetzt hier eingeblendet. Flup. Nur Flup, da ist das Flup, genau. So, und wir gehen direkt in das Video von der Kati. Swipe. Swipe. Ja. Und. Guck mal, was jetzt. Wir kennen das Video noch nicht. Nee. Wir haben es noch nicht gesehen und wir werden jetzt gleich Bullshit Bingo spielen. Ne? Hier, Katja Krasavice Bullshit Bingo. Und. Achso, das Video heißt OMG, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Heißt, oh mein Gott. Ja. Mein zweiter von 6 krasser Boss Bitch Box Inhalt. Mein zweiter krasser Boss Bitch Box Inhalt. Genau. Inhalt. Also, den ersten gab es auch schon mal. Das war so ein Papp-Handy mit so einem Rubbelding. Da konnte man irgendwie das aufrubbeln. Ja, und dann hat man da irgendwie so einen Code gehabt und den musste man natürlich irgendwo eingeben und dann hat man ihre Telefonnummer gekriegt. Echt jetzt? Ja, ihre Telefonnummer, verstehst du? Aber die 0900er oder was? Nee, die richtige natürlich. Okay. Also, es geht los. Ja. Ist klar? Sie sitzt bestimmt wieder irgendwo so geil rum, pass auf. Ja. Ich bin wieder eure Katja und ich sitze hier sogar da. Scheiße! Das war wie beim letzten Mal! Genau! Sie sitzt immer geil da, das ist grundsätzlich so. Beim letzten Mal, wer es gesehen hat, war genau das gleiche. Hey, hey, ich sitze wieder geil da. Ja. Und ich noch so. Ja, da hast du direkt schon mal einen Punkt. Also 1-0 schon mal für mich. Warte mal, ich stecke mir jetzt nochmal hier kurz in den zweiten Stöpsel rein. So, also nee, bei dir zählt es ja nicht. Das darf nicht wahr sein. Also 1-0 für mich. So. Ja, wir haben fast 5 Minuten Bullshit-Bingo jetzt gleich. Pass auf. Los geht's. Ganz besonders, wie meine Boobs besonders. Boobs! Ah, da warst du scheiße, da warst du schneller. Der Boobs, ging an mich, der ging an ja, mich. Ja, kacke, okay. Ihre Boobs. Machst du eine Strichliste oder kannst du es merken? Ich kann mir mal 1-1 merken. Okay. Ja. Oder was, weiß ich nicht. Sind wir hier im Altersheim, dass wir irgendwie. Ja, okay, 1-1. Du bist den ersten und dazu mache ich eine Box. Und diese Box ist ja auch vollgeballert. So wie ich vollgeballert bin. Wortspiel. Und den ersten Inhalt kennt ihr ja wahrscheinlich schon, aber ich erwähne ihn euch noch. Wie sie ist vollgeballert. Jetzt ist die Frage, mit was ist sie vollgeballert? Ja, genau, mit was bist du vollgeballert? Also, mir fallen da direkt ein paar Substanzen ein, mit denen sie eventuell vollgeballert sein könnte. Oder auch Flüssigkeiten. Deswegen sitze ich hier auch so ein bisschen schief. Was ist denn? Alter. Also das gibt's doch gar nicht. So. Ja, du sitzt schief, ja, das stimmt. Oh. Komm, wir gehen genau so. Egal. Ja. Ich war in jedem Hafen ein Mädchen. Du warst in jedem Hafen ein Mädchen, genau, das haben wir ja festgestellt. Ja. Das ist eine andere Sache, egal. Also los geht's. Aber ja, überkrass ist. Ich habe damals ja immer Gewinnspiele gemacht, was auch eigentlich fast niemand machen würde, aber ich habe es gemacht für euch, weil ich es auch geil finde, mit euch zu schreiben, um ehrlich zu sein, und es mag. Aber ihr es ja auch geil findet, mit mir zu schreiben. Auf jeden Fall habe ich immer Gewinnspiele gemacht und dachte ich mir, scheiß drauf, jeder, der sich mal. Also das, wenn sie geil, sagt, geil, ja, dann ist es ja schon. Ja, man kann es sich jetzt geil, mal sagen, geil, wie geil, wie geil ist das denn? Sie findet es geil, aber sie findet es halt einfach nur toll. Das will sie damit sagen. Ja. Aber Boobs ist schon mal... Ganz kurz mal angemerkt. Hm. Ich finde, dass sie jetzt so, in dieser Interviewsituation, besser aussieht als in ihren Videos da. Natürlicher irgendwie. Ja. Finde ich schon. Ja, geht schon. Die auf dem Poster ist ganz gut. Ist das sie? Keine Ahnung. Ich meine, die an der Tür... Nee, egal, das war nur. Ist egal! Weiter geht's. Konzentration hier. Konzentration! Bullshit Bingo. Box gönnt, kriegt auch meine Handynummer. Und das ist immer noch so. Ihr habt einfach richtig auseinandergenommen. Die Boxen sind fast alle weg. Aber es gibt noch ein paar. Deswegen in der Infobox gibt's meine Box. Und jeder, der sich die Box holt, kriegt meine Handynummer. Gönnt euch einfach. Da ist ein Code drin. Und nur wenn ihr euch die Box geholt habt, habt ihr auch die Nummer, weil. Ich schreibe nur Leute zurück, wo ich weiß, okay, die haben sich die Box geholt, damit es fair ist für alle, die sich die Box holen. Also, ihr habt die Chance. Wenn ihr es dann verpasst habt, seid ihr... Also, wie lange erklärt man das denn mit der Scheißbox? Holt euch die Box und fertig. Holt euch die Box. Fandst du Code war anzüglich?
Spart euer Taschengeld, holt euch die Box. Was fand ich für cool? Achso, du hörst gerade. Ja, ich will nichts verpassen. Ja, ja, genau. Du willst ja gewinnen. Ich will ja gewinnen. Ihr selber schuld. Ihr habt noch die Chance. Holt euch die Box. Ich mein's. Ja! Und jetzt kommen wir auch zum zweiten Inhalt. Denn darum geht dieses Video. Ja, natürlich. Endlich ist der zweite Inhalt angekommen. Der meine Postbote Titten. Hat sich bestimmt auch gefreut, dass er solchen schönen Boobs in diesem Video. Naja, das war mindestens gleichwertig. Das war gleichwertig. Das war viel. Das kann man sagen. Also 2 zu 2. Also solche schönen Boobs hat der Postbote. Ja, so Boobs hat der Postbote noch nie gesehen. Macht sie selber die Tür auf? Wenn er der Postbote. Ja, natürlich, sie telefoniert ja auch selber mit dir. Achso, ja, stimmt, hast recht. Also weiter geht's. Auf jeden Fall mein zweiter Inhalt. Der ist so entstanden. Ich habe lange überlegt, was mache ich? Natürlich machen die meisten ein Foto. Mach mal nach. Komm, mach mal nach. Ihren zwei. Wie hat sie nachgedacht? Nee, 1, 2, 3. Scheuer, ehrlich. So, hier, Bullshit-Bingo. Jemand nicht nur so abfackelt hier, ne? Ja. Und das hätte ich sowieso auch gemacht. Ein Poster ist aber sehr nachteilig in meinen Augen. Ein Poster knickt, wenn man das zusammenfaltet. Ein Poster reißt. Ein Poster verliert irgendwann an Farbe. Irgendwann ist es eklig und es kann einfach kaputt gehen. Wie, irgendwann ist eklig? Was also, macht ihr denn mit dem Poster? Ach so. Ich habe in meinem alten Kinderzimmer noch Poster aus der Bravo hängen von damals. Ja. Die sind nicht eklig. Mit Nick Kershaw drauf. Die sind nicht eklig, die sind nicht gerissen und die Farbe ist auch noch 1A. Ja, aber bei ihr ist ja was anderes. Mit dem Poster machst du ja mehr. Das hängst du ja nicht nur so auf. Ich hatte früher auch ein Samantha Fox Poster. Ja, das war eklig irgendwann, gell? Mhm. Wir haben eingerissen. Ja. Aber der Vorteil ist, für mich zum Beispiel oder für jemanden, der eine Box verkauft, ein Poster kostet nicht viel im Einkauf, das heißt ein paar Cent. Dann dachte ich mir, okay, werde ich ein paar Cent ausgeben und ein Poster und euch das zumuten oder werde ich einfach was Geileres machen? Und dann habe ich überlegt, was kann man noch machen außer ein Poster? Und so ist mein Arsch hier entstanden. Ich habe Arsch! Ah ja, komm, jetzt hab Arsch! Ich habe kurz Arsch gedacht. Arsch. Sexistisch und anzüglich haben wir gesagt und Arsch ist ja... Arsch ist doch umgangssprachlich, ihr oder? Hintern, ihr Hinterteil, ihr Gesäß, könnte sie sagen, aber nein, sie sagt Arsch. Und das ist nicht mehr Umgangssprache eigentlich so. Komm, mach weiter. So, 3 zu 2 für mich. Junge. Also es ist ihr Arsch da hinten Arsch. Übrigens schon nebenbei, wollte ich gerade sagen. Gibt es nicht als Fahne, oder? Nicht Anton, sondern eine Fahne. So, das ist eine Fahne, komplett aufgehängt, mega geil. Ich freue mich schon, wie witzig das ist, hier hängt, bis es fertig ist. So wie kommt es einfach, anstatt dass man einen Poster macht, eine Fahne. Aber meine Frage, die hat doch eine Perücke gerade auf, oder? Keine Ahnung. Das ist doch eine Perücke, das ist doch nicht ihr Echthaar. Vielleicht hat sie... Das ist doch Extensions ab der Haarwurzel. Kurz oberhalb der Haarwurzel. Kann man das bei dir auch machen? Ja, das wäre schön. Ja. So eine Perücke willst du, das würde dir gut stehen, glaube ich. Kann ich mir nicht leisten, da müsste ich jetzt noch einen Zweitkanal eröffnen. Schlechter Ton gerade. Ja, das war gleich. Alter, hat sie gerade wirklich gesagt, man kann sich die Fahne umhängen. Ja, sie will ja beschreiben für ihre Follower, was es alles geht, was man mit der Fahne alles machen kann. Also jetzt so befeuchten ist doof. Ihr könnt die Fahne auch mit ins Bett nehmen, sie ist waschbar. Ja, also die ist nicht, ist nicht so eine Fahne, die halt nicht irgendwann eklig ist. Ihr könnt sie euch umhängen. Können wir uns umhängen. Jetzt, warte mal, weiter geht's. 4 zu 3 für mich. Mädchen benutzen ein Lavaliermikrofon. Foto, was es nirgendwo von mir gibt. Man sieht ein bisschen viel hinten. Aber auf jeden Fall habe ich kein Poster, was einfach mal so groß ist. Und ich ja! Sage, das ist voll cool. Nein, es ist eine Fahne. Es ist in Echtgröße. So groß wie mein Arsch da drauf ist. Scheiße, jetzt warst du schneller. Es ist, sie hat Arsch gesagt. 4-4. Arsch ist ja, sagt sie ja ständig. Ja, ja. Ich das ist ja fast nicht wie davon, geil. Dass Arsch plötzlich gilt. Du hältst es so, ne? Du bist schlauer. Du hältst es schlauer. Ich mach's jetzt auch so. Die Sau. Die hält so viel fristen, da weißt du genau, wie man es hält. Wie geht's am schnellsten rein in den Schlund? So, also. Das bin einfach ich. In eurem Zimmer, in eurem was auch immer, in eurem Schrank spinnt. Und ja, das ist der zweite große Inhalt. Ich habe noch 4 weitere Inhalte. Und der nächste Inhalt wird auch bald kommen und ihr entscheidet, wann der kommt. Wenn ihr richtig ausrastet, wenn ihr richtig spammt, wenn ihr wirklich liked
und spammt. Also jeder kommentiert einfach 100 Mal irgendwas. Zum Beispiel euren Instagram. Wenn ihr 100 Mal, 200 Mal euren Instagram kommentiert, dann sehe ich den ja natürlich auch. Und dann folge ich auch zurück, das wisst ihr, so bin ich. Na logisch. Einfach spam, spam, spam hier unten rein. Weil dieser Inhalt ist auch ein krasser Inhalt. Es fehlen natürlich noch weitere Inhalte, noch 4. Das ist jetzt der zweite, der erste ist die Handynummer. Aber für den nächsten Inhalt, damit ihr den erfahrt, umso mehr ihr spammt, umso eher kommt das Video online. Ich werde das auch jetzt schon, glaube ich, drehen. Mir noch was anderes Geiles anziehen. Spammt rein, macht richtig viel Welle, macht Hashtag BossBitch-Inhalt, schreibt es in die Kommentare, spammt einfach voll. Lasst uns anderen zeigen, dass wir stark sind. Zeigt mir, dass ihr heftig seid. Und umso eher kommt dann auch das Video online und ich freue mich schon sehr. Wie gesagt, das hier ist mein zweiter Inhalt. Anstatt einem Poster eine komplette Fahne das gibt's mit, ja nicht. Mit meiner Größe, mit meinem S. Scheiße, Mann! S! S! Ich hab mit Buchstaben S gesagt. Ich dachte so, S? Was meinst du? Wieso S? Das ist ja gar kein S. Egal. So, ja, hier, 5 zu 4 für mich. Aber meinst du, sie kann mir das mit der Fahne nochmal erklären? Nee, ich das ist so viel zu, musst du dir nochmal angucken. Ja. Kann ich mir die auch umhängen? Schwer. Also, den Umfang hat die Fahne dann doch nicht. Arschloch. Und ja, der erste Inhalt Handynummer, zweiter Inhalt Fahne. Ja! Dritter Inhalt, ihr entscheidet, wann der online kommt, spammt einfach. Ja, hab ich doch schon verstanden. 1000 Millionen mal kommentiert. Schreibt am besten euren Instagram. Und Hashtag BossBitchInhalt. Ja. Und dann geht's richtig ab. Ich freue mich schon sehr. Ja. Und auf jeden Fall gönnt euch die Box, bevor sie weg ist. Hier unten in der Infobox gibt's die. Und das war's auch wieder mit dem Video. Ich freue mich. Vielleicht kommt so schnell wie möglich das nächste Video online. Liegt an euch. Und ich liebe euch. Bis zum nächsten Mal. Also ich würde mal sagen, ich habe das Katja Krasserwitze Bullshit Bingo heute für mich entschieden. Und 5 zu 4 habe ich gewonnen. Gratuliere. Ja. Ja, und ganz wichtig, swipe. Ganz wichtig ist, wenn du den Inhalt der Box haben willst, musst du derbe hier kommentieren und machen und spammen? Tun. Muss und ich spammen? Die Fahne kann man sich umhängen. Ach, es gibt eine Fahne? Ja, es gibt eine Fahne. Ach, ja. Es gibt eine Fahne. Und der ist viel geiler als eigentlich die Handynummer vorher. Ach so. Ja, ja, genau. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann könnt ihr uns auch ein Like da lassen oder den Kanal abonnieren und tut Leute, einfach nur hier abonnieren. Zeug hält. Und wir können spammt euch zurück auch liken. Sprengt den Kanal, wir rufen euch auch zurück. Ja. Ich folge euch auch auf TikTok, wie das Ding heißt. TikTok. Ja, ich mache alles. Ja. Alles. Bestimmt. Ja. Ich sage an dieser Stelle, Cheerio, Miss Sophie. Tschüssikowski. Bis zum nächsten Mal. Swipe. Alter, kannst du mir das mit der Fahne nochmal erklären? Das mit der Fahne ist ganz einfach. Also du musst die Fahne nehmen, musst du dir um den Pillermann musst du dir rumhängen und dann kannst du ihre Boobs am besten anschauen. So ist das mit der Fahne. Cool. Ja.